Einen wunderschönen guten Tag, liebe Teilnehmer, zum heutigen Webinar-Workshop von JFD und für unseren Forex Bull, um hier mal ein Stück weit Erfahrungsgewinne zu sammeln, nämlich wie man hier mit statistischen Vorteilen am Markt arbeiten kann. Seht ihr das Bild? Schrägstrich die Präsentation. Und jetzt meine Maus mal kurz ein Feedback in den Chat geben, damit ich hier Bescheid weiß, dass ihr am Start seid. Da auch gern hier die Tastatur nutzen, um in die Interaktion zu gehen. So ein Workshop dient natürlich der Vermittlung, aber andererseits natürlich auch den Fragen eurerseits bzw. der Interaktion. Alright, scheint zu funktionieren. Alles klar. Insofern Bild und Ton super. Also, weiter möchte ich wissen, wer von euch heute das erste Mal dabei ist. Hier auch mal kurz einfach Ja reinschreiben. Danke erstmal für die reichhaltige Feedback-Kommunikation. Und Gleiches wünsche ich mir jetzt natürlich im Ideal auch für die Frage im Rahmen eurer Premiere. Ich sehe, wir haben viele neue Teilnehmer und auch der Raum ist gar nicht so voll wie die letzten Male. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass es eben hier gerade, wenn es um den Auftakt-Workshop geht, hier um die Verwendung rund um den Forex Bull natürlich der Hintergrund der ist, dass man sozusagen, wenn man das Tool schon kennt, beziehungsweise einen Workshop schon genossen hat, hier man natürlich grundsätzlich nicht viel Neues erfährt. Die Überlegung natürlich die im Weiteren, dass wir hier auch kurz oder kurzfristiger angesetzte Webinare im Monatsverlauf machen, die dann auch speziell einen Wochenausblick geben, weil man mit dem Forex Bull nicht nur auf den nächsten Tag, sondern auch auf eine Handelswoche blicken kann, auch auf bis zu 20 Tage in die Zukunft. Das heißt, hier ist sicherlich auch noch mehr Betreuung geplant. Erstmal vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr dabei seid und heute uns, mir und JFD hier in dem Kontext lauscht. Und insofern wollen wir dann gleich mal keine Zeit verlieren, gerade für diejenigen, welchen, die jetzt hier ganz frisch und neu dabei sind. Ich weiß nicht um die Tatsache, ob ihr euch auch schon das Tool runtergeladen habt, denn dieses gibt es ja 14 Tage kostenfrei in der Nutzung, in der Testphase, in der Anwendung. Und das würde ich in jedem Falle empfehlen. Also lieber Clemens, Jürgen, Ralf, Stefanie, jetzt müsst ihr nochmal weiter durchgehen. Christ, Thomas, also alle die, die jetzt hier auch neu sind, wenn ihr das Tool noch nicht habt, nutzt vielleicht direkt die Zeit, das runterzuladen, geht recht schnell, damit ihr sozusagen live dabei seid. Ansonsten schaut euch auch gerne mal die Aufzeichnung dann nochmal an, beziehungsweise auch frühere Webinare rund um den Workshop. So, jetzt möchte ich aber dann natürlich erstmal die Frage klären, ja, was hat es denn mit dem Forex Bull auf sich? Grundsätzlich haben wir hier eine, ja, Intelligenz, eine künstliche Intelligenz zur Mustererkennung in der Entwicklung, die uns dann hier sozusagen Einblicke liefert, die wir so nicht hätten, weil hier statistische Daten im Rahmen der Mustererkennung ausgewertet werden, die dann eine Prognose für einen bestimmten Zeitraum, eine Prognose für eben den aktuellen Intraday-Handelschartverlauf aufwirft. Und das ist natürlich der Vorteil, den wir uns hier zunutze machen, denn die Finanzwelt besteht aus Zahlen und sozusagen historischen Daten. Und wenn man die richtig auszunutzen weiß, dann kann man hier durchaus Vorteile erkennen. Saisonalitäten lassen grüßen, aber natürlich auch insbesondere Muster, die sich wiederholen. Und nicht nur die Chartmuster, eben auch klassische Chartformation oder Candlestick-Pattern, wie es sich nennt, sind ja welche, die man hier nutzen kann, um sozusagen ja Wiederholungseffekte im Rahmen zukünftiger Tendenzen auszuloten. So ist es eben auch hier, gerade beim Forex Bull, eine gewisse Eigenschaft, eine gewisse Eigenheit, die er hier an den Tag legt, um eben diese Muster zu erkennen. Also es geht nicht um klassische Chartformation oder eben Candlestick-Pattern wie Morningstar, Hammerkerzen oder Bullish, Bearish Engulfings. Darum geht es gar nicht. Dieser Forex Bull identifiziert seine eigenen Muster und versucht hier immer wieder Prognosen, neue Prognosen, frische Prognosen für den Tag zu identifizieren, weil er auch jede Nacht im Rahmen der Surferaktivitäten und Auswertung wieder neue Muster identifiziert, auf die Historie bezogen, wohlbemerkt. Also, es geht um Mustererkennung und die Prognose für die Zukunft. Und Jürgen schreibt gerade, hey, hast du den Link für den Forex Bull? Natürlich. Kleiner Augenblick. Den stelle ich am besten gleich mal in den Chat. So bist du dann auch in
formiert. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wo ich den Link jetzt habe. Jetzt habe ich natürlich die Tabelle geschlossen mit dem Link, mit der Linkübersicht, aber es ist kein Problem. Kannst du im Prinzip auch schnell eingeben www.forexpool.de. Ich schieße es dir aber trotzdem rein. Und da hast du praktisch auch Infos noch rund um das Tool. So, jetzt habe ich die Adresse nochmal oben in der HTML-Leiste und dann schicke ich das jetzt hier einfach mal in den Chat. Auch für alle anderen dann durchaus nochmal interessant, hier genauer nachzulesen, um was es geht. Also wie gesagt, dieses Tool kannst du 14 Tage kostenfrei testen und bekommst dann hier für diese 14 Tage, ihr seht es im Bild, Intraday-Signale für den nächsten Tag. Und das übrigens für den Forex-Bereich schon ab 23 Uhr. Also heute Abend, 23 Uhr, endet ja dann auch die Devisen-Session sozusagen. Und da entwickelt der Forex-Bull, also ab 23 Uhr 1, ab 23 Uhr 2, hat er im Prinzip schon die Pattern für den nächsten Tag analysiert. So könnte man auch die Asia-Session durchaus schon handeln, wenn man es denn wollte. Aber davon rate ich durchaus ab, weil die Volatilität hier teilweise zu wild ist, gerade auf den ozeanischen Bereich bezogen. Und teilweise eben auch gerade, wenn die European Session dazukommt, eigentlich die Spannung erst richtig groß wird. Also hier genügt es durchaus in der Früh, je nachdem, ob man Early Bird ist, hier um 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr an den Rechner zu gehen und dann sozusagen die Kursprognosen des Tages zu analysieren. Und diese Mustererkennung liefert, und der ein oder andere hat das Tool vorhin schon im Trading Room gesehen oder in den Devisenradar Streams, liefert hier High, Low, Close als Prognose. Dazu hast du ein Saisonalitätstool, eine ATX-Stärke, eine Wochentagsstärke. Du hast verschiedene Features noch im Tool, die wir uns dann anschauen, die dir hier helfen, sozusagen am Markt, ja, zu agieren mit eben statistischen Wiederholungen und auch Vorteilen. Und da es heute ja auch ein Workshop ist, möchte ich auch relativ schnell in die Praxis übergehen, um euch das Tool eben hier ja, wirklich näher zu bringen. Ich sehe auch gerade hier, es sind jetzt einige Teilnehmer mehr. Ich will nochmal den Aufruf von den Beginn wiederholen. Wer heute das erste Mal dabei ist, wer den Forex Bull gar nicht kennt, schreibt bitte mal, also bis jetzt auf die vorhin schon genannten, bitte nochmal ja, ich kenne den Forex Bull sozusagen noch nicht und bin heute ja das erste Mal da. Also einfach ja reinschreiben, wenn das eine Premiere für ist. Alle anderen vermute ich sind dann sozusagen Wiederholungstäter. Ah, seht ihr? Jetzt kommen direkt noch ein paar mehr dazu, weil ich nämlich gerade mit der Beschau auf den Stream festgestellt habe, dass hier der, ja, der Teilnehmeraufwuchs doch schon jetzt recht stark wurde im Vergleich zu den letzten 5 Minuten. Aber schön, dass ihr auch jetzt dabei seid und danke auch nochmal, gut, dass ich gefragt habe. Wir sind wirklich eine große Runde neuer Teilnehmer. Ich habe den Link gerade nochmal in den Chat reingesetzt, damit ihr hier auf der Landingpage vom Forex Bull euch gerne mal umseht. Sie ist etwas pragmatisch dargestellt, aber hier auch relativ übersichtlich. Und unten, wenn ihr euch auf der Webseite runterscrollt, ich werde jetzt einfach mal auf die Webseite rüberziehen, das macht es viel simpler. So, das ist die Website, übrigens auch in englischer Version und wir bauen das weiter aus. Hier haben wir im Prinzip ein paar Features. Hier haben wir so ein Beispiel, wie ich das Ganze beim Devisenradar dargestellt habe vor längerer Zeit und hier auch noch eine Aufzählung von verschiedenen Tools. Hier übrigens auch noch Webinaraufzeichnungen, hier auch der Workshop, dann praktisch für Dezember schon auch voraussehbar, buchbar. Aber ihr habt euch ja jetzt hier angemeldet und das ist entscheidend, dass wenn ihr hier seid, schon ohnehin mit im Verteiler und hier auch natürlich immer wieder abgeholt werdet, wenn da News und dergleichen kommen. Hier ist der Download möglich und hier im Prinzip auch die Details. Ich hoffe, ihr seid alle schon bei JFD, weil dieses Tool steht nach der Testphase nur JFD-Kunden zur Verfügung. Es geht nicht darum, dass ihr ein Konto eröffnet und Geld einzahlt und wild rumtretet. Wir wollen es aber nur unseren Kunden zur Verfügung stellen. Es ist exklusiv mit JFD hier die Exklusivvereinbarung. Und wenn du eben noch nicht bei JFD bist, dann relativ simpel Trading-Account eröffnen und dann die Lizenzschlüsselanfrage stellen und dann kannst du hier sehr schnell deinen Lizenzschlüssel erhalten und das Ganze gibt es dann gegen 1 € netto am Tag als Tool zu nutzen. Ein Handbuch, lieber Andreas, ich sehe es auch gerade in deiner Frage, gibt es natürlich auch und hier screene ich jetzt direkt mal in das Tool hinein. Es wirkt, wie gesagt, auch hier, der MS-DOS-Jünger der 90er kennt es, auch hier pragmatisch. Es ist halt ein IT-Tool, ein Tool, der eben oder ein Tool, das vielmehr auf künstliche Intelligenz aufbaut und eben hier stur
Mathematik, Algorithmen, Wahrscheinlichkeitsberechnungen und dergleichen durchführt. Und so sieht das Tool jetzt mal hier ganz schlicht gesprochen aus. Und Handbuch, lieber Andreas, gibt es auch. Das gibt es auch natürlich schon in der Demo-Version. Das Ganze findet hier oben unter Hilfe. Da gibt es die Kurzanleitung und das große Buch. Und das Ganze habe ich auch schon mal aufgerufen. Gibt es jetzt die Version 1.97, wo ihr im Prinzip hier eine Einleitung bekommt. Und das haben wir auch vor gar nicht so langer Zeit erst geupdatet auf das aktuelle Niveau, wo ihr eine Einleitung bekommt, was es sozusagen im Rahmen der Einstellungsmodernitäten gibt. Und ich empfehle jeden nach diesem Workshop, wenn ihr euch den Download gezogen habt, auf jeden Fall dieses Kurz Manual, diese Kurzanleitung hier anzuschauen, neben diesem Webinar, wo ich euch jetzt schon mal abhole, um dann einfach zu wissen, was denn eigentlich der Forex Bull kann, wo seine Stärken liegen, beziehungsweise wie man ihn auch nutzt. Das Ganze ist dann noch etwas thematisiert im größeren Umfang hier beim großen Handbuch. Ja, auch das natürlich dann hier geht noch ein Stück weit in die Tiefe, geht noch ein Stück weit auf einzelne Tools ein. Aber ich will, wie gesagt, jetzt hier zu Beginn euch einfach mal abholen, wie ihr dieses Tool eben einsetzt. Also die generelle Logik hatte ich ja gerade schon in dem PowerPoint-Slide dargestellt, ist eben die, dass wir hier eine Mustererkennung haben. Und hier seht ihr unten links in diesem kleinen Fenster im Prinzip die Logik dessen, wie sich diese heutige Prognose für den Goldpreis zum Beispiel entwickelt hat. Das ist praktisch ein Drei-Tages-Pattern, wo die letzten 2 Tage insbesondere vorausgehen mit dem ersten Tag hier diesen vierten Handelstag prognostizieren. Also es gab in der Vergangenheit, und das ist ein durchaus starkes Pattern, hier den Effekt, will ich es nennen, diese Musteranalogie, die hier in knapp 81% der Fälle bei 674 Erscheinungen, das ist stark, ich gehe dann auch nochmal auf die Erscheinungswerte ein, hier jeweils im Durchschnitt, das ist natürlich auch immer wieder von der Schwankung des jeweiligen Währungspaares, beziehungsweise vom Index, beziehungsweise es gibt übrigens den Forex Bull auch für Aktienversionen, aber das haben wir im Prinzip hier alles mal geschmälert, weil der Forex Bull nicht umsonst Forex Bull heißt, weil er hier am Währungsmarkt gerade intraday eben seine Stärken ausspielt. Und hier prognostiziert er, orakelt er sozusagen das Hoch, Tief und das theoretische Close anhand der 674 Pattern, wo es eben hier zum Erfolg kam, weil heute ein bullischer Tag ist. Hier wird praktisch ein Gewinn sollte entstehen, so will ich sagen. Wenn ich hier drauf gehe, dann gibt es auch immer noch so einen blauen Erklärungsscreen, ja, was das sozusagen zu bedeuten hat. Und hier eben praktisch dann entsprechend die Erwartung. Ich möchte aber hier auch gleich mitgeben, liebe Teilnehmer, das ist jetzt keine Schablone. Der Forex Bull hat seine Stärke im Rahmen der Trenderkennung. Er hat hier im Prinzip aufgrund vorangegangener Muster, und das sind praktisch jetzt hier Barcharts, für die, die jetzt sozusagen diese Erscheinung sehr merkwürdig finden, hier oben im Live-Chart, beziehungsweise hier unten in dieser Prognose-Auswertung, das sind Barcharts. Die sind im Prinzip von der Logik her genauso anzusehen wie die Candlesticks, haben aber eine simplere Erscheinung. Die Candlestick-Kerzen, das könnte ich hier durchaus dann nochmal anregen, dass wir hier auch Candlestick-Kerzen einbauen, ist aber gar nicht notwendig, weil entscheidend sind die 4 Daten, die reingehen in so eine Kerze. Das ist eben Open, High, Low, Close. Und dann wird eben hier High, Low und Close prognostiziert. Das ist sozusagen das Feature, der Effekt vom Forex Bull. Und du hast dann im Rahmen dieser Chartbeschau hier unten eben die Prognosedetails, auch hier sozusagen die theoretische Candle beziehungsweise diesen theoretischen Barchart für den heutigen Tag. Und du hast im Prinzip einen Mittelwert. Und der Forex Bull hat schon einige Treffer punktuell absolviert, wo man sagt, das Tief und das Hoch wurden nahezu exakt getroffen. Wunderbar. Das ist aber natürlich jetzt hier kein Gradmesser. Der Forex Bull gibt viel mehr Tendenzen der Entwicklung aus und das übrigens auch über mehrere Tage. Aber ich will hier anmerken, seine Stärke spielt er auch insbesondere für die jüngste Patternerkennung, sprich die Analyse der bis gestern erfolgten Kursbewegungen für den heutigen Tag, also Intraday, sprich jeden Tag aufs Neue bekommst du Indikationen für mögliche bullische und bärische Tendenzen. Du kannst das aber auch auf 2 Tage, auf 5 Tage, auf bis zu 20 Tage ausdehnen. Nur dann möchte ich ergänzen, hast du natürlich hier eine, ich will schon sagen, sehr graue und sehr verschwommene Wahrnehmung, weil er natürlich ab dem Tag 1 beginnt zu orakeln, wie dann Tag 2, Tag 3, Tag 4 aussieht. Und das ist dann sehr theoretisch, würde ich sagen. Insofern hier die Prognose, den Prognosehorizont gerne auf 1 lassen. Für eine Wochenprognose kann man dann auch sehr gerne auf 5 Tage gehen. Das Ganze ist aber dann hier, und da komme ich auch noch zu, in der Kristallkugel noch viel besser darstellbar.
Also, ich sehe gerade, moin moin, wo finde ich den Download? Lieber Günther, guck mal in den Chat. Ich habe den Download in den Chat gestellt. www.forexbull.de. Also das ist im Prinzip auch die Domain. Du siehst sie auch hier unten. Wenig unscheinbar. Einfach diese Domain aufrufen im Internet und dann kannst du dich nach unten scrollen und dann hast du im Prinzip deinen Forexbull. Ist eine, wie gesagt, ZIP-Datei. Schnell installiert. Wenn der Computer fragt, ob ihr die Exe-Datei ausführen dürft, ja, beziehungsweise es ist keine ZIP-Datei, es ist eine Exe-Datei, das wollte ich sagen. Exe ist natürlich eine Ausführungsdatei und ja, das ist eine Software, die sozusagen installiert werden muss, weil es eben eine separate Software ist, die hier sozusagen auf eurem Rechner installiert werden muss. Wenn die dann drauf ist, dann werdet ihr, und jetzt werde ich mal das Szenario beenden, dieses Fenster vorfinden. Das heißt, so sieht der Forexbull aus, wenn ihr ihn installiert habt. So, um genau zu sein, weil das Szenario legen wir gleich erstmal an, damit ihr wisst, was rennt auf gut Deutsch. So ist aber hier das Setup. Und damit ihr überhaupt erstmal auf Tuchfühlung gehen könnt mit dem Tool, will ich euch jetzt mal hier live zeigen, wie es funktioniert. Nochmal der Hinweis: Hilfe, Kurzeinleitung führt euch dann nochmal schriftlich in die weiteren Features ein, wie ihr das Tool sozusagen anwenden könnt. Ich will jetzt an der Stelle eben hier direkt durchstarten mit dem Szenario. Das ist sozusagen das Herzstück vom Forex-Bull und hat eben hier die ja, Möglichkeiten, auch mehrere Tage vorauszuorakeln. Das geht aber mit der Kristallkugel meines Erachtens sogar noch besser. Also grundsätzlich legt ihr euch ein Szenario an von Werten, die ihr interessant findet. Hier haben wir den Szenario-Abteil. Da kommen dann die Werte rein, die ihr hier aussucht. Und wenn ihr hier auf den Forex-Bull klickt, sehen wir, haben wir Währungen. Forex 24 heißt 24-Stunden-Handel. Wir haben auch einige Indizes, neu dazugekommen übrigens Nasdaq 100 und S&P 500. Hier allerdings, ich sag's mal, die Cash-Indizes, also die, die hier mit Kurslücken arbeiten. Also das heißt, hier haben wir keine Futures drin, die jetzt sozusagen den Overnight-Handel forcieren, sondern hier die Kassa-Indizes. Also da bei den Indizes, schönes Feature. Ich nutze sie auch gern durchaus für die Beschau, für Prognosen von mehreren Tagen. Aber intraday-technisch liegt die Stärke beim Forex-Bull ganz klar am Schrägstrich auf dem Devisenmarkt. Deswegen hier der Fokus, ganz klar die Forex Pairs und hier haben wir richtig viele, so wie wir bei uns hier bei JFD habt ihr ja über 60 Währungspaare, über 64 Währungspaare, die ihr handeln könnt, kommen die Kryptos oder 66 sind es, kommen die Kryptos dazu, sind wir über 70. Und hier haben wir eben auch eine ganze Armada auch an exotischen Währungspaaren. Das heißt, hier seht ihr ja zum Beispiel britisch Pfund, südafrikanischer Rand, puh, Euro türkisch Lira, puh, Euro schwedische Krone, Euro ungarische Forint. Kann man machen, muss man nicht. Für den Intraday-Handel empfehle ich euch die Top 8 Pairs. Und da zeige ich euch gleich nochmal einen Slide von meiner Präsentation, wo ich jetzt mal durchhusche. So. Da haben wir sie. Die Top 8 Währungen gecrossed ergeben hier plus Gold und Silber, ich sage es immer so schön, die Top 30 der Währungspaare, die sich lohnt zu analysieren, gerade im Intraday-Bereich. Ihr könnt es das auch mit 60 Währungen machen, aber A ist natürlich bei exotischen Währungen der Spread, den man erstmal verdienen muss, wenn man in den Trade geht, ja, weil das die Kursdifferenz zwischen An- und Verkaufspreis ist. Und je nachdem, ob Long oder Shorts, habt ihr eben den Spread auf der anderen, beziehungsweise den Bid und Ask auf der anderen Seite und geht schon mal mit einem Minus in den Trade. Gerade bei exotischen Währungspaaren ist die Intraday-Spread-Spanne schon sehr groß, sodass man diese Paare fast nicht handeln darf, schrägstrich sollte. Wer es will, es gibt auch natürlich schöne Impulsbewegungen und der Forex-Bull, wenn er ein schönes Pattern hat, kann man ja auch Euro-Polnisch Zloty gerne mal handeln, aber seine Stärke hier bei diesen Cross-Rate-Pairs, wo ich sage, da habt ihr die Top 28, nehmt ihr noch Gold und Silber dazu und dann habt ihr natürlich hier eine wunderbare Beschau, eine wunderbare Möglichkeit, hier eben für den Forex-Bull bezogen, die interessantesten Pattern erstmal zu identifizieren. Dann ist natürlich hier Gold und Silber als XAU-US-Dollar und Silber als XAG-US-Dollar unsere Währungssymbole, weil wie gesagt Gold und Silber bei uns auch am Währungsmarkt gehandelt wird. Bei uns heißt natürlich klarerweise bei JFD. Und wenn ihr den Forex-Bull nutzt, habt ihr eben auch hier die Währungen in dieser Bezeichnung bei uns, XAU und XAG. Und XAU ist sozusagen dann der Goldpreis und Silber ist der
Zack. Und das ist eben genau die Unterscheidung, die hier den Goldpreis widerspiegeln als Spotpreis am Interbankenmarkt und dann genau den Silberpreis. Und das ist natürlich hier der Punkt, wo ich sage, da legt ihr euren Schwerpunkt drauf und da schaut ihr jetzt mal ins Detail, dass ihr diese Währungen sozusagen identifiziert im Forex Bull, ja, in dieser Währungsübersicht. Also nochmal, ihr habt das Tool hier, alle Werte, Forex Bull angeklickt und dann müsst ihr eure Favoritenpaare und ihr könnt es auch gerne alle Europairs mal nehmen oder je nachdem, wo euer Handelsfokus ist. Vielleicht wollt ihr nur alle Major Pairs, das sind sozusagen die Währungen, die in US-Dollar gehandelt sind oder werden. Vielleicht wollt ihr auch nur die auf den Forex Bull adaptieren. Dann geht es halt hier rein rum und habt dann eben hier die Beschau, okay, wann fangen also erstmal die US-Dollar Pairs fangen ja eh hier unten alle an, aber dann haben wir natürlich hier als erstes hier oben. Hier sind auch die Kryptowährungen, aber als erstes sozusagen den Austral-Dollar, US-Dollar. Wenn ihr hier drauf seid, ja, ich mache hier mit der Maus meine Action, dann müsst ihr dann auf dem entsprechenden Währungspaar die rechte Maustaste drücken und den Wert zum Szenario hinzufügen. Dann lädt der Wert kurz ein und dann sehen wir heute hier theoretisch ein Pattern, wenn es eins gäbe. Gibt es beim Austral-Dollar, US-Dollar nicht. Also gehen wir mal weiter fort und suchen uns mal das nächste Währungspaar aus. Was jetzt hier in Dollar handelt. Jetzt mag es sein, dass ich eins übersprungen habe, aber wir nehmen jetzt mal Pfund US-Dollar und der lädt dann praktisch auch ein. Und siehe da, hier haben wir heute auch ein bullisches Pattern. Sieht interessant aus, starkes Pattern. Hier haben wir 402 Erscheinungen bei einer Trefferquote von rund 64%. Sieht gut aus, kann man anwenden. Jetzt gehe ich hier ins Szenario und ihr seht jetzt hier die zwei Währungen, die ich gerade rübergezogen habe in diesem Szenariobereich. Und das ist ganz wichtig zu wissen, weil ihr müsst hier praktisch jedes Währungspaar, was euch interessiert, und ihr könnt euch hier verschiedene Szenarien bis zu 20 Szenarien anlegen, könnt ihr hier dann sozusagen eigene Währungsgruppen erstellen. Ja, nehmen wir jetzt hier noch den Australdollar, vielmehr Neuseeland-Dollar, US-Dollar hinzu. Dann haben wir sozusagen mal drei Währungen oben drin und das ist natürlich hier die entsprechende Transformation im Rahmen der Pattern, die für euch interessant sind, immer wieder auf den einzelnen Tag gespiegelt, dann aber hier in das Szenarioüberblick. Ja? Also ihr müsst nicht immer alle Währungen durchscannen. Ihr legt euch sozusagen euer eigenes Szenario von Interesse an. Dem könnt ihr dann auch noch gleich einen eigenen Namen geben, wie ich euch zeige. Aber so identifiziert ihr erstmal einzeln, singulär gesprochen, die Währungen. So, jetzt muss ich überlegen, was hatten wir heute für einen Short-Pattern? Jetzt habe ich es mir nicht gemerkt. Ach doch, Silber hatten wir. Nehmen wir zum Beispiel den Silberpreis XAG. Ja, hier dazu, Wert zum Szenario hinzufügen und Bums, da haben wir es. Silber dabei. Heute mit einem bärischen Pattern. Zur Logik, wie gesagt, gehen wir dann auch gleich nochmal im Live-Chart. Jetzt haben wir aber diese vier Werte mal angelegt und jetzt können wir diese vier Werte in einem Szenario speichern. Ja, um dieses Szenario immer wieder aufzurufen. So. Das muss ich mal rüberziehen. Jetzt sitzt es auf dem anderen Fenster geöffnet. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, euch verschiedene Szenarien anzulegen. Nennt das meinetwegen US-Dollar-Währung oder nennt das Top-Majors, die Top-Währungspaare, die hochliquidesten, eben in Dollar gehandelte Paare. Oder eben hier kompletter Verlauf der Top 28. Gebt es dem einen Namen, wie ihr wollt. Und dann habt ihr sozusagen hier eure individuelle Szenarioübersicht, die ihr dann eben jeden Tag aufs Neue abfragen könnt. Und jetzt zeige ich euch mal. Ich öffne jetzt mal mein Szenario, dann fragt euch auch immer, das letzte Szenario, was ihr angelegt habt, wollt ihr das speichern? Nein, wollen wir in dem Fall nicht, weil ich es brauche nicht. Brauche es nicht. Und jetzt mache ich praktisch mal das Update für heute. Ja, das heißt hier 2020 aktuelle Währungspaare, aktuelle Indizes, da habe ich auch den Nasdaq zum Beispiel mal schon mit drin und den S&P. Ich will einfach mal hier die Übersicht haben, wie schaut es denn am heutigen Handelstag aus. So, dann lädt der Forex Bull ein, scannt jetzt hier unten links, seht ihr die Währungspaare durchrattern, scannt jetzt sozusagen verschiedene Währungen ein und rechnet rum. Nicht verwirren, wenn da mal keine Rückmeldung steht. Das Programm arbeitet im Hintergrund und rastert die Währungen durch. Dauert einen Augenblick, je nachdem, wie lang euer Szenario ist. Ja, wenn ihr nur drei Währungspaare drin habt, dauert es keine 2 Sekunden. Ich habe halt hier die Währung, also ich habe insgesamt 40 bis 45 verschiedene Underlyings, die ihr jetzt hier durchscannt und hier auf der Datenbank sozusagen den Abruf startet, um diese Pattern sozusagen anzuzeigen. Dann seht ihr hier, aha, Zusammenfassung ist da. Ganze wurde abgeschlossen und die aktuellen Daten sind eingeladen. Dann habt ihr seht hier nochmal alle Werte. Ja, das ist hier sozusagen das Auswahlmenü. Und hier mein individualisiertes Szenario. Und wichtig auch hier an der Stelle, super, super spannend. Wir haben hier eine Farbdifferenz. Die seht ihr aber nur,
wenn ihr auf das Szenario klickt, wohlbemerkt. Das heißt, hier ist dann praktisch immer, wenn ihr euer Szenario angelegt habt, ganz klar der Fokus. Ja, und dann könnt ihr verschiedene Szenarien frühes anrechnen, auch nicht so in der Summe, sondern auch gern ein paar weniger. Aber hier seht ihr auch schon mal recht simpel, das ist auch ein neues Feature zu den früheren Versionen. Ihr seht direkt auf einen Blick die Long Pattern grün und die Short Pattern rot. Auch natürlich dann strukturiert nach dem stärksten Pattern oben und dem schwächsten unten. Und heute, ach herrje, es war wirklich historisch gesehen fast schon eine Ausnahme. Heute haben wir, das ist sehr selten, weil die Edelmetalle natürlich positiv korrelieren. Ja, also wenn der Goldpreis steigt, tut Silber in der Regel auch. Und wenn das fällt, der Goldpreis, weil der Goldpreis ja der liquidere Markt ist, der größere, dann folgt Silber auch. Und wir haben heute aber zwei Pattern, die unterschiedlicher nicht sein könnten, denn wir haben Gold oben als stärkstes bullisches Pattern und Silber unten als schwächstes bärisches Pattern. Und das hatte ich auch heute im Devisenradar angezeigt. Übrigens, das Devisenradar, liebe Leute, ist ja auch hier etwas, wo ich jeden Tag den Forex Bull, wenn es interessante Pattern gibt, mit integriere, ja, weil das Devisenradar natürlich auch Swing Trades zeigt, aber in der Regel auf den kurzfristigen Handel basiert und ich da auch immer wieder gern Währungspaare aufführe, wie eben hier auf dem Beispiel auf der Landingpage vom Forex Bull ersichtlich, eben hier, was war das im März, glaube ich, Euro, US-Dollar, Britisch Pfund, Intraday Short. Da verweise ich durchaus darauf hin, ist nicht jeden Tag der Fall, ich kann auch nicht jeden Tag alle Pattern durchgehen. Dafür eben nutzt ihr das Tool dann individuell für euch. Und heute hatte ich zum Beispiel eben durchaus auch Gold und Silber mal in den Fokus nehmen wollen, weil es eben einfach zwei starke Pattern sind. Und jetzt muss man dann aufpassen und eben abwarten, in welche Richtung die Märkte jetzt tendieren. Ich werde euch dann nachher gleich mal zeigen, wie das am Live-Chart aussieht, doch jetzt erstmal in der weiteren Thematik fortgeschritten, meine Ausführungen sozusagen. Von der Pattern-Logik her denke ich, soweit alles klar. Gebt erstmal hier das Feedback, dass ihr zumindest jetzt mal verstanden habt, wie das Szenario angelegt wird. Hinweis zum Handbuch ist natürlich hier immer wieder ergänzt. Ja, da könnt ihr euch direkt nochmal entlanghangeln. Zur Kristallkugel kommen wir dann auch gleich mal. Das ist dann schön für eben so eine Prognose auf die ganze Woche, auf die Tendenz. Könnt ihr auch jeden Tag dann neu refreshen. Aber grundsätzlich hier schon mal hoffentlich angekommen, wie du das umsetzen kannst, hier das entsprechende Tool, um eben erstmal dein Szenario zu entwickeln, dein individualisiertes, auf deine Währungspaare spezialisierten Fokus dann auch entsprechend ausrichtest. Ich habe, wie gesagt, hier meine große Tendenz, weil ich auch gern, und das ist ja von der Rechenleistung kein Problem, die Kryptos gern mit reinnehme und eben auch hier die Top-Indizes. Aber Fokus liegt natürlich hier, wie der Name schon sagt, auf dem Forex-Bull. So, das ist hier die Entstehung des Szenarios und das ist, wie gesagt, das Herzstück. Import braucht euch jetzt erstmal nicht interessieren. Es geht nur um das Szenario. Und wenn ihr das jetzt habt, dann habt ihr eben diese Longs und Shorts, wie ich sage, Long Bullish, Short Bearish. Und dann hier nochmal zur klaren Nutzung, zur klaren Anwendung. Diese Pattern, die hier ausgeworfen sind, sind Tendenzen. Und starke Pattern weisen eben hier hohe prozentuale Trefferquoten auf. Und einen hohen Account, also eine hohe Häufigkeit der Erscheinung. Und es gibt Pattern, gehen wir mal auf Euro-Neuseeland-Dollar, das ist sozusagen das schwächste bullische Pattern. Das ist ein sehr gutes Beispiel übrigens, denn wir haben hier 60%ige Trefferquote bei nur 10 Wiederholungen. Und da ist es spannend, weil diese Pattern, also der Forex Bull nimmt nur Pattern in den Fokus, die über 60% Trefferquote sind. Das heißt, hier muss es einen statistischen Vorteil geben, fern des Münzwurfes, dass du mit diesem Pattern, beziehungsweise das Pattern vielmehr, seinen Erfolg begründet. Das heißt, hier ganz wichtig darauf achten, dass die Logik vom Forex Bull hier diese ist, dass ab 60% die Pattern erscheinen. Ihr werdet kein Pattern finden, was 55% hat oder weniger. Das heißt, 60% maßgeblich. Das heißt, hier gerade so reingerutscht. Dann wichtig, als Anzahl Account, die Zahlenhäufigkeit, die hier steht. Hier steht jetzt 10, das Pattern ist aufgetaucht, weil gerade mal so mit 60 reingerutscht und eben 10 Wiederholungen. Jetzt ist es anhand der Meteorologie und überhaupt der statistischen Wahrscheinlichkeit natürlich so, dass je mehr Wiederholungen stattfinden, die Relevanz eines Patterns steigt oder auch einer Prognose. Und hier zur Info, ab 30 sind die Pattern meines Erachtens interessant, ab 50 durchaus umsetzbar und wenn sie dreistellig sind, in jedem Falle ja, aktivierbar.
Je höher dann die Trefferquote ist, desto besser. Es gibt aber auch durchaus Erscheinungen, wo man hier 100%ige Trefferquote bei, ich sag's mal, 8 Wiederholungen hat oder 9 Wiederholungen. Das ist sehr schön. Ich hatte irgendwann mal ein Nesting-Pattern, das hatte wirklich 900 Wiederholungen bei einer Trefferquote von 88%. Also das ist wirklich stark. Aber sowas gibt es auch und sowas kann man dann natürlich auch adaptieren. Aber wichtig ist hier, dass man erst ab einer Account-Häufigkeit von 30 dieses Pattern überhaupt sozusagen als interessant empfindet. Ja, Neuseeland und US-Dollar, gehen wir mal einen Pattern hoch, mal sehen, was da steht. Da sind wir bei einer höheren Trefferquote und auch bei 7 Erscheinungen mehr. Also schon durchaus gut, aber es ist einfach statistisch nicht so relevant wie eben der Goldpreis oder das britische Pfund, US-Dollar. Wenn ich hier drauf gehe, hier haben wir eine geringere Trefferquote zwar als jetzt beim Neuseeland-Dollar, aber 402 Erscheinungen, das ist einfach eine Relevanz, wo ich sage, hey, da fühle ich mich statistisch wohl, mit dem Trend zu gehen. Und hier wichtig, wie gesagt, die Hoch-, Tiefs und Close sind keine Definition nach dem Motto, lieber Teilnehmer, das kommt jetzt 100% so, sondern es hat sich aufgrund der Vergangenheit herausgestellt, dass der Handelstag XY, in dem Fall der heutige, 12. November, ein bullischer Tag zu werden scheint, weil eben aufgrund der Vorbewegungen es in der Summe der Wiederholungen zu einer positiven Entwicklung kam. Und Hoch und Tief sind eben hier statistisch ermittelt im Rahmen der, ja, im Rahmen der Auswertung der vergangenheitsbezogenen Kerzen. Und das ist natürlich wichtig, dass man das auch immer wieder vorruft und da auch aufpasst, diese Pattern sozusagen nicht als heiligen Gral anzusehen, sondern als Indikation für den Tagesverlauf. Und jetzt gehen wir von diesem Szenario dann mal über das Tagesszenario hinaus. Und dieses Szenario, was wir für heute haben, lässt sich im Übrigen auch hier bei der Kristallkugel darstellen. Das hier oben übrigens einige Features, die es dann sozusagen noch zu nutzen gilt. Die Kristallkugel möchte ich direkt in den Fokus rücken, weil sehr interessant, sowohl eben für den aktuellen Handelstag in der ersten Beschau, sowohl auch hier, ihr seht schon FX5, weil ich auch gern die nächsten 5 Tage vorausschaue mit diesem Tool. Dann Sprache eh klar. Tools im Speziellen habt ihr hier vielerlei Möglichkeiten, auch eine Korrelationsmatrix aufzurufen. Wochentagsstatistik, sehr spannend. Welcher Wochentag ist der stärkste? Welcher ist der schwächste? Das kann man sich sehr leicht anzeigen lassen. Ich rufe es direkt mal auf. Zum Beispiel hier Austral-Dollar, Kanadisch-Dollar. Seht ihr im Rahmen dieser Wochenstatistik, auch Schrägstrich Volatilitätsüberblick, einerseits, wie stark sich das Währungspaar in den letzten 12 Wochen bewegt hat, hier in diesem oberen Fenster. Ja, sitzt auch die Wochenvolatilität in Pips, ja, was so im Durchschnitt da sozusagen abrennt. Und da sehen wir eben hier, 344 Pips bewegt sich der Australdollar, Kanadisch-Dollar in der Woche. Und hier haben wir die einzelnen Wochen summiert und hier auch die einzelnen Tage. Starke Tage sind hier mit einem entsprechend roten Fenster hervorgehoben, schwache Tage dann entsprechend farblich abnehmend, dann schon fast blass bzw. hellrot. Und das ist sozusagen einerseits ein Volatilitätsüberblick, ganz spannend während der letzten 12 Wochen. Und eine richtig interessante Statistik ist die hier unten. Das ist die Wochentagsstärke. 52-Wochen-Tendenz. Ich bleibe gleich bei diesem Tool hängen, weil es eben schnell erklärt ist. Heißt nichts anderes als, wie ist die 52-Wochen-Tendenz im Rahmen der bullischen Entwicklung? Und das eben rückblickend die letzten 52 Wochen. Heißt, in wie viel Prozent der Fälle hat der Tag positiv geendet? Dieser Wert sagt, Montag 60% positive Schlusspreise, Freitag 42% positive Schlusspreise. Es gibt hier auch nur geringfügige Abweichungen. Beim Australdollar Cut ist es jetzt recht deutlich, aber bedenkt hier an der Stelle, dass diese Zahlen natürlich in Verbindung eines Patterns nochmal einen zusätzlichen Charme verleihen, wenn man es auf den einzelnen Handelstag sieht. Hier zum Beispiel ich würde sagen, beim Australdollar Cut interessant, wenn man zum Beispiel zu Wochenbeginn long geht, um dann zur Wochenmitte hin den Trend vielleicht zu wechseln von Long auf Short, weil während der letzten 52 Wochen ja klar ersichtlich ist, dass der Australdollar zur Schwäche neigt im weiteren Wochenverlauf in Kanadisch-Dollar gehandelt, als das Währungspaar Australdollar Cut. Und hier dann sozusagen, wenn denn dann zum Beispiel am Montag ein bullisches Pattern auftaucht oder auch am Mittwoch, man hier sozusagen den statistischen starken Wochentag in seinem Rücken hat. Und wenn dann Donnerstag, Freitag kommt und man ein negatives Pattern erhält, man dann sozusagen den statistischen Rückenwind auch auf seiner Seite hat, eben dann für fallende Preise. Und das ist mal relativ simpel ausgedrückt, wie die Wochenstatistik zu lesen ist. Super spannend, wie ich finde, und eben auch noch ein zusätzliches Tool, was ihr jederzeit verwenden könnt. Dazu noch eine Stärke, die ich beim Forex Pool sehr schätze, sind ja
Einerseits eben die statistischen Auswertungen im Rahmen der Pattern-Logik von der künstlichen Intelligenz, aber dann auch die Stärke der Saisonalität, die hier auch Einfluss findet. Hier könnt ihr einzelne Währungspaare auch identifizieren wieder. Alles das, was der Forex-Pool sozusagen in diesem Alle-Werte-Szenario anbietet, könnt ihr hier aufrufen und dann eben auch hier Vorausschautage der zukünftigen Entwicklung festlegen. Dann entsprechend das Zeitfenster. Maximum bedeutet Zeitreihen der historischen abgelegten Daten. Und hier gehen einige Währungspaare, das unterscheidet sich, das sind jetzt nicht alle Währungspaare haben hier ab 2000 Daten. Also ab 2000 ist sozusagen das Minimum, deswegen haben wir hier auch die 20 Jahre oben zu stehen. Aber es gibt eben auch Währungen, die reichen bis in die 80er zurück. Da haben wir praktisch tatsächlich 40 Jahre Datenmaterial, wo der Forex-Bull seine statistischen Erkenntnisse herzieht. Und natürlich, je größer die Datenmasse, desto angenehmer ist es. Und hier beim Saisonalindikator könnt ihr eben schauen, hey, wie ist es während der letzten 5 Jahre gewesen im Vorausblick der letzten 60 oder der nächsten 60 Tage. Aha, da sehen wir hier eigentlich eine relativ zähe Seitwärtstendenz, also nicht wirklich trendig bis zum Jahresausklang, Schrägstrich vielmehr bis zum Jahreswechsel. Aber auf 10 Jahre sehen wir doch schon eine leicht schwächere Tendenz und im übergeordneten Bild auf 20 Jahre, hoppala, da sehen wir dann doch schon hier ein komplett umgedrehtes Bild. Also ihr seht, wie die Saisonalität schwanken kann und hier aber auch eine zusätzliche Indikation, um eben je nach Zeitfenster und auch Pattern-Logik und Tendenz hier diesen Forex-Bull anzuwenden. Und da ist es eben genau wichtig, dies als Indikation zu nehmen, als, sage ich mal, Wegweiser, welchen Weg ihr geht. Das müsst ihr im Prinzip immer wieder am, ich will es so sagen, am Live-Chart adaptieren. Denn Saisonalitätsdaten sind vergangenheitsbezogen, genau wie diese Pattern-Logik, diese Prognose für den aktuellen Handelstag natürlich auf der Vergangenheit beruht. Und ihr solltet hier immer wieder die Live-Charts hinzufügen, beziehungsweise hier gewisse Parameter definieren, wie ihr dann praktisch diese Signale, die hier an den Start gehen, umsetzt, beziehungsweise wann und wo der Buy-Trigger ist. Auch hier haben wir euch im Handbuch Tipps gegeben, wie man sozusagen das Ganze anwendet. Ja, da haben wir hier im Prinzip eine Art Prognosedetails und auch eine Beschreibung, wie man dann letztlich hilfestellend sozusagen mit dem Tool umgeht, um sozusagen seine Logik zu finden. Ja, da haben wir hier im Prinzip auch Hinweise, das zeige ich euch dann gleich im Live-Chart auch. Asia-Range sollte beachtet werden, übergeordnete Trendrichtung, eh klar. Der Pivot-Point ist ein ganz entscheidendes Feature beim, sage ich mal, Intraday-Handel und auch beim Forex-Bull. Ohne den würden wir praktisch hier auch nie in eine Pattern-Logik reinspringen wollen. Wichtig ist, dass der Preis eben über oder unter diesem Pivot-Point ist. Zur Erklärung, der Pivot-Point ist sozusagen der Fingerabdruck des Vortages. Gibt es auch hochkomplizierte Berechnungen, aber am Ende ist es eben auch hier die Pattern, die der Forex-Bull ja auswirft, hoch, tief und close. Und das ist sozusagen durch drei. Und dann hast du sozusagen den Fingerabdruck des Vortages als horizontale Linie im Chart. Schauen wir uns dann, wie gesagt, an. Und noch ein kleiner Hinweis. Wir haben hier auch schon im Rahmen der Entwicklung ein Template in Arbeit und das ist sicherlich auch für den einen oder anderen interessant, auch ein Expert Advisor, also ein Algorithmus, den man auf den Chart zieht, der dann sozusagen den Handel bei den Währungspaaren, die man identifiziert hat, automatisch auslöst, den Stop platziert, den Take Profit und auch dann nachfolgend auch durchaus einen Trailing Stop verwenden kann. Also da habt ihr auch hier noch meine E-Mail-Adresse, Schrägstrich unserem Kundenservice der JFD Bank, könnt ihr auch schreiben, wenn ihr da Interesse habt am Expert Advisor, Schrägstrich EA. Diesen werden wir zusätzlich mit auf die Landingpage bringen, wenn der dann scharf ist. Also der ist jetzt, ich will sagen, in der Beta-Phase und wir werden hier das Abo-Modell, was wir vom Forex-Bull ja sozusagen aufgelegt haben im Rahmen der exklusiven Nutzung, dann noch um dieses Template, um den Expert Advisor ergänzen und dann ist es, sind's eben ist es kein Euro am Tag, sondern sind es dann 2 € am Tag oder 2,50 €, wenn man das dann inklusive des Expert Advisors nutzen will. Der Expert Advisor wird dann auch natürlich nur bei JFD-Kunden einsetzbar sein. Der wird dann also sozusagen nur natürlich auf JFD-Kunden und Konten laufen, ist aber sicherlich natürlich das, was wir auch leben in unserer Firmenethik. Wir müssen natürlich hier auch dafür sorgen, dass ihr als Kunden einen fairen und echten Marktzugang habt und den habt ihr bei JFD. Deswegen wollen wir nicht, dass ihr da auf irgendeinem, sage ich mal, Bahamas-Broker ausweicht, der dann auch eben, sage ich mal, keine Spreads anbietet, beziehungsweise
der Markt besteht ja aus Spreads, beziehungsweise das ergibt ja den Handel am Liquiditätsmarkt. Und wenn es jetzt Broker gibt, die den Spread komplett negieren, auf Null setzen, frage ich mich, wie der Handel funktioniert. Da kann man sich schon mal sicher sein, liebe Teilnehmer, dass da ein Market Maker hinten dran ist, der im Prinzip nach vorne raus alles umsonst anbietet, aber hinten raus sicherlich falsche Pricings angibt und dergleichen. Deswegen seid ihr eh mit JFD auf der richtigen Seite und deswegen auch hier die Verbindung, dieses Tool für den Eigenhandel zu nutzen. Jetzt möchte ich aber hier im Weiteren auf den Saisonalitätsindikator hinaus wirken. Und ja, Andreas, der Saisonalitätsindikator ist eine Tendenz. Das heißt nicht, jetzt auch auf 5 Jahre bezogen, dass man hier jetzt natürlich die Schablone anlegen darf und sagt, okay, jetzt mit Blick auf November sehen wir jetzt hier volatil gesehen einen aufsteigenden Kurs. Das sind nur Indikationen, die, wenn man das Live-Chartbild dazu nimmt, einen die Meinung sozusagen bestätigen, die man unter Umständen anhand des Tagescharts abgeleitet hat, beziehungsweise vielmehr vielleicht auch zu einem Umdenken anregen. Zum Beispiel haben wir beim, was war es jetzt, US-Dollar-Yen oder was heißt 3 Dollar US-Dollar? Hier zum Beispiel, nehmen wir auf die 20-Jahrestendenz, generell einen aufwärts gerichteten Impuls bis Mitte Dezember. Ja, das ist ganz spannend, sofern eben der Markt jetzt auch tatsächlich nach oben ausbricht. Spekulativ sehe ich das ja kurzfristig anders, aber ja, könnte auch hinhauen sozusagen, dass der Markt kurz nach unten dippt, aber ich gehe eher davon aus, dass der Yen diesen Aufwärtsimpuls dann erst vollzieht, wenn, oder der US-Dollar-Yen vielmehr, wenn der Chart auch wirklich gebrochen wird. Jetzt bin ich ein bisschen abgewichen, liebe Leute, lasst euch davon nicht beeinflussen. Es geht eben nur darum, das sollst du einfach mitnehmen, dass dieses Tool immer wieder eine Handelsunterstützung ist, dass dieses Tool euch Hilfestellungen gibt, saisonal Wochentagsstärke, um eben hier gewisse, ja, Möglichkeiten, die ihr wahrscheinlich anhand des Live-Charts identifiziert habt, zu unterstreichen oder aber euch, und darum geht es, Ideen zu liefern. Und Ideen liefert auch die Kristallkugel. Das ist im Prinzip etwas, wo in einer Art und Weise funktioniert wie das Szenario, nur hier optisch und grafisch eine viel simplere, sage ich mal, viel simplere Summary erzeugt. Und zwar, ich zeige euch mal direkt hier meine Forex One Day Kristallkugel. Das ist praktisch die Kristallkugel für den heutigen Handelsverlauf mit meinen speziellen Währungspaaren plus Gold und Silber, die ich sozusagen in den Fokus genommen habe. Und hier ist eben die Kristallkugel, die, sagt der Name ja schon, die Kristallkugel Vorausschau, wie der heutige Tag werden könnte. Und das Tolle an diesem Tool, an dieser Kristallkugel ist, dass ihr praktisch einerseits hier einen Overview habt und relativ übersichtlich gewisse Stärken und Schwächen seht und natürlich hier auch starke Pattern und auch Währungspaare direkt identifizieren könnt. Ja, Gold und Silber heute, opala, nochmal draufklicken, Gold und Silber natürlich heute kurioserweise mit Long und Short, also das ist wirklich eher die Ausnahme, aber hier, ihr seht auch das Pattern vom Gold stärker als das Pattern vom Silber. Liegt eben auch an der Häufigkeit, Schrägstrich, hier gehen wir ja ohnehin beim Gold sozusagen neben einer starken Trefferquote eben noch von viel mehr Erscheinungen aus. Und das differenziert eben hier das Pattern auch ein Stück weit als das Stärkere. Zudem, und das ist auch mal gar nicht so uninteressant, ich hatte vorhin im Trading Room auch schon gezeigt, mein Währungsstärkeindikator. Wir sehen auch hier relativ simpel eben die Top-Währungen im Rahmen ihrer heutigen Ausrichtung. Ja, wir sehen also heute, das Pfund ist stark bullisch. Das Pfund scheint heute wirklich einen bullischen Tag an den Tag legen zu wollen. Bullischen Tag, bullischen Tag. Doppelt gemoppelt, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das Pfund hat rein von den Forex-Bull-Statistiken her heute einen bullischen Handelstag und hätte, hätte, Fahrradkette, sollte eigentlich sich stark entwickeln. Tut's nicht, wie ihr wahrscheinlich wisst. Das Pfund hat heute eher eine schwächere Tendenz. Das mag so sein, das hat sich dann im Laufe des Vormittagshandels auch so dann erschlossen. Wir hatten ja auch heute Fund-News 10:30 Uhr und das ist natürlich etwas, was aktuell ist. Der Forex Bull hat diese Daten bezogen auf den gestrigen Schlusspreis 22:30, 22:45 Uhr wird sozusagen dann das Pattern geschlossen und ab 23 Uhr stehen die neuen Daten zur Verfügung. Und da wusste ja kein Mensch, wie jetzt der asiatische Handel verläuft, beziehungsweise was da an entsprechenden News über die Ticker kommt, beziehungsweise genau das berücksichtigt der Forex Bull natürlich nicht. Es ist einfach eine vergangenheitsbezogene, ja, Auswertung, Mustererkennung, wie gesagt, und dann werden die Wahrscheinlichkeiten ausgespuckt. Und es wird nicht immer funktionieren, aber man hat häufig statistischen Rückenwind und damit muss ich ehrlich sagen, fühle ich mich doch sehr wohl, wenn ich im Intraday-Handel hier verschiedene Währungen
identifiziere, die sich eben auch lohnt anzuschauen, weil ich einen statistischen Vorteil habe. Und das ist nochmal das, wo ich auch heute schon im Trading-Room drauf einging. Die Währungspaare, wir haben ja die Top 28 plus Gold und Silber. Ja, das ist eine Vielfältigkeit, wo ich einfach schon mal weiß, ihr müsst nicht jeden Morgen 28 Währungen durchklickern und was ist denn heute interessant? Britisch Pfund, Neuseeland-Dollar oder ist es der kanadische Dollar-Yen? Nein, ihr bekommt es hier direkt schon mal ausgeworfen, welche Währungen generell interessant sind, auch dann in einzelnen Währungsstärken. Und dann habt ihr natürlich hier auch nochmal wunderbare Art und Weise diese Sortierung im Szenario selbst. Und das Ganze, wie gesagt, könnt ihr auch gern hier bei der Kristallkugel auf eine Wochenvorausschau auswerfen. Jetzt sehen wir sozusagen hier sogar bis in die nächste Woche geblickt die theoretischen Tendenzen. Jetzt rechnet er wieder ein bisschen rum, aber das kann man im Prinzip auch hernehmen, um natürlich Prognosen abzuleiten. Klarerweise ist der kommende Montag, der kommende Dienstag wirklich stark orakelt. Wir sehen aber beim Cad/Yen zum Beispiel schön, hey, der deutet hier zumindest eine bullische Tendenz für die nächsten Tage an. Da kann man dann auch sehr schön den Seasonal-Indikator dazu nehmen und schauen, hey, passt das mit dem Seasonal-Pattern? Dann schaue ich mir natürlich den Live-Chart an, passt das auch zur aktuell gegenwärtigen Chart-Situation? Und so hangelt man sich dann sozusagen dem Ganzen entlang und versucht eben hier einerseits für den Intraday Bereich interessante Pattern zu finden, andererseits aber natürlich auch Swing Trades ableiten zu können. Weil was haben wir denn hier? British Pfund, sehr, sehr bullische Entwicklung. British Pfund Yen gerade, schaut euch das an. Freitag, Montag, Dienstag, Mittwoch sollte hier die Gesamtprognose ja in Richtung weiter steigender Preise gehen. Das heißt, die heutige Schwäche wäre vielleicht durchaus eine Möglichkeit, hier einen Long-Einstieg zu suchen, zumindest dessen, was der Forex Bull hier im Rahmen seiner statistischen Vorausschau orakelt. Spannend auch hier an der Stelle übrigens der Goldpreis. Hätte ich heute Morgen im Devisenradar auch mal zeigen können, dass die Kristallkugel sogar eine relativ bullische Prognose für die nächsten Handelstage auswirft. So, dann haben wir auch hier nochmal so ein Währungsverhältnis, wo ja auch das Pfund klar als Gewinner hervorgeht, weil eben viele Pfundpaare sozusagen bullische Pattern in Summe aufweisen. Und die Kristallkugel selbst, wie gesagt, ist eine Ergänzung zum Szenario. Als Richtungsweisung, nochmal als Richtungsweisung. Genaue Details habt ihr hier sozusagen auf den einzelnen Handelstag dann, wie gesagt, im Szenario selbst bezogen. Die Kristallkugel selbst könnt ihr auch ganz schnell und einfach anlegen. Ihr könnt auch dann da unterschiedliche, also reine Commodities, also reine Rohstoffe, nur Kryptos, nur Forex, nur Gold und Silber Majors. Ihr könnt es euch anlegen, was ihr wollt. Kristallkugel bearbeiten geht eben wirklich genauso simpel, wie ihr euch das Szenario anlegen könnt, nämlich Definition neu. Das ist praktisch jetzt mal der Test an der Stelle. Dann haben wir sozusagen hier unten den Test. Und dann geht es darum, Werte hinzufügen. Dazu muss man natürlich dann entsprechend einen Wert auswählen. Moment. Jetzt habe ich hier einen kleinen Hänger gerade. Typisch Murphy's Law. Im Vortrag, in der Präsentation hängt das gerade. Sollen wir mal gucken. Das Programm ist aber auf jeden Fall da. Jetzt hat er einen kleinen Hänger. Warten wir mal einen Augenblick. Grundsätzlich weiter erklärt. Don't panic. Neu anlegen Test. Dann haben wir dieses Szenario. Es ist markiert. Hinzufügen. Dann kommt dann praktisch die gleiche Leiste, die ich jetzt gerade nicht aufrufen kann. Er hat sich gerade eingefroren. Ich glaube, mein Laptop ist zu heiß geworden oder wir haben irgendwo einen anderen Hänger. Grundsätzlich aber hier Werte hinzufügen und dann kannst du hier auch genauso die Horizonte einstellen, also die Prognose. Wie weit geht es in die Zukunft? Wie hier oben schon dargestellt, ein Tag ist der kurzfristige Horizont und 2 Tage, 3 Tage, 5 Tage, 10 Tage reicht dann immer weiter in die theoretische Zukunft. Und dann habt ihr euer Szenario im Prinzip ja angelegt und das ist dann praktisch am Ende des Tages schon mal diese, machen wir mal nein, dass wir das mal speichern. Jetzt hat er hier wirklich einen kleinen Hänger. Jetzt wollen wir mal sehen, wie wir das lösen. So, Forex Bull is already running. Das ist schon mal gut, aber er hat sich, glaube ich, jetzt hier in einer gewissen Art und Weise verabschiedet. Da muss ich jetzt gerade einen kleinen Fehler eingebaut haben. Aber darum wollen wir jetzt gar nicht so kritisch werden. Ich müsste das Programm gleich nochmal neu starten. Will aber jetzt hier eigentlich im Text fortfahren, damit ihr im Prinzip einfach wisst, wie es rennt. Ich denke, da wird eben gleich sich wieder reaktivieren. Und dann haben wir dann im Prinzip das Thema durch. Also, ich will auch gleich noch mal ein paar Fragen durchleuchten und auch noch mal auf Fragen eingehen. Wenn ihr jetzt noch die eine oder andere Frage speziell habt, gebt mir die Chance, diese zu beantworten.
Ich scroll gleich mal nach oben. Eine Aufzeichnung des Webinars gibt es, lieber Hartmut. Wir haben auch auf der Landingpage, die ich vorhin schon geshared habe, eine frühere Darstellung des Workshops, ein Stück weit anders strukturiert, aber auf jeden Fall auch abrufbar. Dort findest du auf jeden Fall mehr Infos. So, Steffen fragt auch nochmal nach einer Aufzeichnung. Jürgen hat auch nochmal gefragt, also Aufzeichnung, wie gesagt, haben wir beantwortet. CSV-Datei, lieber Klaus, kannst du im Prinzip auch abrufen. Ich bin mit dem Entwickler hier schon im Gespräch, beziehungsweise du bist nicht der erste Kunde, der danach fragt. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall eine CSV-Datei oder Excel dabei vielmehr, eine Exportdatei als solches zur Verfügung stellen. Sobald das soweit ist, werden es die Kunden eh erfahren. Da werden wir dann hier sozusagen auch wieder ein automatisches Update fahren, was übrigens hier immer wieder automatisch abläuft, wenn der Forex-Bull gestartet wird und es gibt eine Software, sage ich mal, Aktualisierung oder es gibt ein Handbuch-Update oder eben mit den Expert-Advisern vielleicht Hinweise, dann wird sich das sozusagen am Ende des Tages immer wieder selbst aktualisieren. Braucht sie nichts tun. Die Updates werden mit jedem Start mit der Server-Konnektivität dann eben hergestellt. So, Ralf fragt, warum Gold und Silber im Forex dargestellt sind. Nun, lieber Ralf, also Gold und Silber sind ja Währungssymbole, so will ich es mal sagen. Oder werden im Interbankenhandel als Währungssymbole dargestellt, als XAU und eben XAG. Und so werden sie auch bei uns gehandelt. Das heißt, Gold in Dollar gehandelt und Silber in Dollar gehandelt. Im Übrigen bei JFD mittlerweile auch in Euro möglich. Das heißt, du kannst den Goldpreis auch in Euro handeln, den Goldpreis auch in Dollar handeln. Da hast du die flexible Auswahl. Es ist aber am Ende des Tages praktisch wie ein Währungspaar. Für mich sowieso ist Gold die älteste Währung der Welt und drum zähle ich Gold auch dazu. Gold ist also für mich sozusagen tatsächlich hier der Ursprung der Währung, so will ich es mal sagen, und hat natürlich hier dann im Prinzip seine Existenz auch berechtigterweise hier beim Forex Bull und eben weil wir auch immer wieder schöne Intraday-Pattern haben, die jetzt hier mit dem Forex Bull sozusagen ihre Anwendung finden. Deswegen habe ich hier zu diesen Top 28 eben auch immer wieder den Goldpreis und den Silberpreis dabei. Jetzt will ich euch noch im Live-Short kurz abholen, nämlich hier mit der Live-Anwendung. Und zwar zum Goldpreis. Jetzt muss ich den Forex-Bull am besten gleich doch nochmal neu laden. Er hat sich jetzt hier wirklich aufgehangen. Das ist mir im Webinar noch nie passiert, muss ich sagen. Ich hatte schon Internetabbrüche. Ich hatte schon verschiedenste Dinge. Jetzt muss ich nochmal kurz den Taskmanager aufrufen und den Forex-Bull mal wirklich beenden. Und da will ich mal hoffen, dass wir hier so die Beendung jetzt vollziehen und dann werde ich mal sehen, dass wir da gleich nochmal einen Relaunch starten. So, jetzt seht ihr hier zumindest mal auch das Template von mir, wie ich ohnehin den Forex-Markt gern analysiere. Lasst euch jetzt davon nicht verwirren. Zur Vorgehensweise, ihr seht das auch im Handbuch relativ genau in der Vorgehensweise. So, jetzt habe ich den Forex Bull auch reaktiviert. Da ist er übrigens wieder. Ich will euch da nochmal zeigen. Und dann rufen wir das heutige Szenario nochmal auf. Also gleich nochmal zum Lernen. Nicht wahr? Wir können die Kristallkugel uns anzeigen lassen. Oder aber wir können natürlich jetzt hier das Szenario öffnen. Das machen wir jetzt eben gleich nochmal, dass wir das Forex-Pattern auch im Live-Chart sehen. Und dann warten wir, bis er fertig ist. Und da möchte ich jetzt bezogen auf das Handbuch mal so ein Stück weit die Theorie erläutern, wie ihr diese Pattern jetzt umsetzt. Übrigens dann auch umsetzen könnt mit einem Expert-Advisor, eben mit einem Algorithmus, den ihr dann hier reinzieht, der, wie gesagt, die Beta-Phase jetzt dann bald abgeschlossen hat und dann eben auch zur Verfügung steht. So muss man praktisch nicht jeden Tag Intraday jetzt davor sitzen und auf den Ausbruch warten. Ich meine, wenn ihr Intraday handelt, ist der Forex Bull eine schöne Ergänzung, um eben Ideen und Anregungen für interessante Währungspaare zu bekommen. Aber es ist natürlich so, dass es manche auch gibt, die dann eben 6 Stunden oder 8 Stunden am Tag keine Möglichkeit haben, den Markt engmaschig zu beobachten. Und der Forex Bull hat ja seine Stärke im Intraday-Handel. Und insofern sollte man natürlich diesen dann auch entsprechend dort einsetzen. Und wenn man die Zeit nicht hat, dann am besten doch hier diese Kombination nutzen und in dem Fall halt den Expert Advisor aufsetzen. Das heißt nichts anderes. Dazu machen wir auch noch Erklärungen, dass man den EA dann sozusagen auf die entsprechenden Währungspaare schiebt, auf die entsprechenden Charts und dann ganz einfach, wenn man den auf den Chart gezogen hat, wie ich jetzt hier auch die Währung natürlich immer wieder wechseln kann im Chartfenster, dann agieren lässt. Den kann man dann
aktivieren entsprechend und dann laufen lassen, wenn man eben nicht live dabei ist. So, auf das Goldpattern von heute bezogen, und darauf möchte ich mich spezifizieren, haben wir diese Situation, dass der Goldpreis ja bullisch daherkommt, und zwar sehr stark. Hier haben wir die asiatische Handelssession. Ja, rund 10 Dollar ist der Goldpreis da gelaufen, hat potenzielle Chancen in Richtung 33, 34 Dollar zu laufen. Das seht ihr hier an dieser Average Daily Range, Oberseite, Unterseite. Das heißt, den Spielraum hat der Goldpreis statistisch auch wieder heute während des Tageshandels nach oben oder nach unten zu laufen. Und aktivieren tut sich dieses bullische Pattern, wenn ein Ausbruch nach oben erfolgt, und ein bärisches Pattern entsprechend, wenn ein Ausbruch nach unten erfolgt. Und als Ausbruch werte ich hier die 15 Minuten Schlusskerze. Man kann auch auf 5 Minuten runtergehen, aber es gibt natürlich immer wieder Spikes, wo der Preis so ein Stück weit hochspuckt oder runterspuckt, aber man kann auch im Prinzip direkt schon diesen Entry nehmen, wenn er schon mal versucht, da rauszubrechen. Es gibt aber auch natürlich hier Fakeouts. Ja, der macht ein kurzes neues Tageshoch und dümpelt jetzt, wie der Goldpreis, hier wieder seitwärts umher. Muss man natürlich dann abwarten. Wenn man natürlich auf einen Close wartet, nach 5 oder 15 Minuten, kann es auch sein, dass der Entry viel zu weit weg wäre, beziehungsweise der Preis dann schon so stark in die Trendrichtung gelaufen ist, dass der Einstieg wahrscheinlich dann nicht mehr lohnt. Das ist eine sehr individuelle Sache. Und hier der Tipp, wir machen im Prinzip hier die Wertschätzung eben auf einen Ausbruch, der dann entsprend die Asia Range verlässt, bullisch nach oben, bearish nach unten, und das Ganze in Verbindung mit dem Pivot Point. Der ist jetzt hier interessanterweise im Rahmen des Durchschnitts des gestrigen Handelstags so ziemlich genau am aktuellen Preislevel und inmitten der Asia Range. Aber der Pivot Point, wie ich vorhin schon sagte, ist ein ganz wichtiger Bestandteil für, jetzt gehe ich nochmal raus aus der PowerPoint, für die Nutzung des Forex Bulls. Das heißt, wenn wir eine bullische Tendenz haben, auf den aktuellen Tag bezogen, will ich auch, dass der Preis sich über dem gemittelten Preis des Vortages befindet. Und das zeigt der Pivot Point an. Und wenn der Preis über dem Pivot Point ist, schon mal bullisch, wenn er dann noch die ISEA Range nach oben verlässt, haben wir im Prinzip den Buy Trigger. Und das gilt eigentlich dann heute auch für den Goldpreis, dass der hier dieses Buy Trigger aktiviert, wenn er rauszieht nach oben. Und hier haben wir auch interessanterweise noch das Vorwochentief bei 1873, wenn er das auch noch überspringt, spricht viel dafür, dass wir das Vortageshoch aktivieren, ja, was wir hier schön sehen bei 1884,40 rund. Und dann haben wir im Rahmen der Range-Ausweitung auch Potenzial in Richtung 1895 zu steigen. Das passt auch interessanterweise zum Pattern heute. 1892 Dollar, nämlich das orakelte Hoch. Das heißt, die Chancen, dass das passiert, ist wirklich sehr, sehr hoch oder sehr, sehr gut, aber es ist auch kein hundertprozentiger Wahrscheinlichkeitsanlauf, dass das jetzt so kommt. Er kann ausbrechen, kann komplett einbrechen mit den News zum Nachmittag. Der kann aber auch hier in der Asia-Range verweilen, und das ist wichtig bei bullischen Pattern, wenn er nach unten rausdreht, der Preis sozusagen entgegen dieser bullischen Annahme ein Hoch macht, sondern hier ein Tief. Und wir sehen auch, das heutige Tagestief ist theoretisch bei 1860 gesehen. Das heißt, er könnte auch so in Richtung des Vormonatstiefs laufen, um dann wieder nach oben zu drehen. Das kann man alles orakeln. Aber von der Logik her darf ein Long Pattern, ein bullischer Tagesansatz, nicht die Asia Range nach unten verlassen. Und umgekehrt bei Short Pattern, ja, wenn ich auf fallende Preise spekuliere, sollte der Preis nicht aus der Asia Range nach oben rausgehen. Das einfach mal zur Logik. Und der Pivot Point selber, den findest du im Prinzip auch hier bei unseren Add-ons, die wir zur Verfügung stellen, oder aber auch bei dem Template, was wir in Kürze anbieten wollen, lieber Jürgen. Da hast du definitiv hier die Möglichkeiten, deine Pivot Point Levels einzustellen. Auch haben wir mit den Add-ons die Möglichkeit, Vortageshochs anzeigen zu lassen, und mit der Asia Range, das ist so ein Stück weit eine Besonderheit, die wollen wir aber auch zur Verfügung stellen, wenn wir das Template dann fertig haben, sodass ihr das hier einfach aufsetzen könnt. Das ist keine Handelspflicht, die ich euch hier sozusagen aufgebe bzw. sage. Es ist, wie gesagt, gerade im Rahmen des Risikohinweises natürlich niemals eine Handelsempfehlung. Das wisst ihr ganz genau. Jeder handelt am Ende des Tages natürlich auf eigenes Risiko, und ich darf und kann auch keine Trading-Empfehlung geben, weil natürlich der Trading-Markt an sich immer spekulativ bleibt und jeder hier anhand seiner eigenen Risk- und Money-Management-Parameter vorgehen muss. Ja, das kann ich keinem abnehmen. Da muss jeder selbstbestimmt entscheiden, und deswegen auch hier gleich nochmal der kleine, aber feine und auch natürlich wichtige Risikohinweis, dass natürlich jeder hier auf eigenes Risiko an den Märkten agiert. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel Gold nochmal ein Stück weit genauer analysiere, wann ich long gehen würde, beziehungsweise unser Algorithmus ist schon reingetriggert in diesen Long,
Kann ich gleich sagen, ist das natürlich nur eine subjektive Einschätzung meinerseits, klarerweise abgeleitet vom Forex-Bull auch, aber auch anhand des Charts, anhand der Tagesschart-Situation eine gute Variante, wenn der Goldpreis eben oberhalb von 1960 bleibt, eben hier nach oben zu drehen. Was sage ich, 1860? Jetzt habe ich schon $100 verzogen, weil wir haben hier auf Tagesschartbasis vor Monatstief, vor Tagestief, wir haben einen massiven Supportbereich und den sollte der Goldpreis nicht nach unten auflösen. Wenn das passiert, kann es recht schnell Richtung 1840 gehen und dann ist auch das bullische Pattern obsolet und insofern aufgepasst, liebe Leute. Gold für heute interessant, wenn wir hier über die 1873 rausziehen, hier insbesondere neues Tageshoch machen, die Asia Range klar verlassen. Also hier oberhalb von 1873,38 wirkt es zunehmend bullischer. Die Chancen, dass dann mit diesem statistischen Rückenwind das Vortageshoch attackiert wird, ist gegeben. Wie gesagt, ist keine 100% Garantie, aber die Statistik liegt dann auf Seiten des Traders, auf der Seite des Ausbruchs. Und insofern finde ich das ein interessantes Pattern. Da der Goldpreis aber bislang keinen Ausbruch vollzogen hat, nicht dynamisch genug zumindest, ist das hier wirklich ein Rumgeplätschere. Und insofern on hold, abwarten. Ich denke, ab 14:30, ab 15 Uhr, spätestens zum US-Handel, 15:30 dürfte hier Musik in den Laden kommen. Und dann werden wir wissen, ob das bullische Pattern heute beim Goldpreis seinen, sage ich mal, Triumph vollzieht oder das statistisch leicht schwächere, aber durchaus auch nicht zu verachtende bärische Pattern. Hier sehen wir übrigens den Silberpreis, der an der Stelle, nein, das müssen wir hier nochmal das Posting machen. Da haben wir nämlich die Button nicht drin, das sieht besser aus. So, genau. Da haben wir hier das bärische Pattern, was auch darauf hindeutet, dass der Silberpreis, wenn er den Pivot Point unterschreitet, die Asia Range nach unten verlässt, idealerweise auch das heutige Tagestief, das ist hier $24,02, würde ich beim Silberpreis mit Bruch der $24-Marke davon ausgehen, dass der Markt hier relativ zügig in Richtung 23,76, das ist das Vortagestief, und dann gegebenenfalls in Richtung des Vorwochentiefs tendiert. Ja, weil dann hier eben das Pattern, das Gold-Pattern ist dann wahrscheinlich eh auch bärisch aufgelöst worden, aber hier dann das Silber-Pattern bärischer Natur sich dann aktivieren würde. Ja, und wir sehen, das ist interessant hier im 15-Minuten-Chart. Es gab immer wieder so ein Ausstechen nach unten. Ja, der Preis hat hier so nach unten gestochen, aber der Close, der war jedes Mal wieder innerhalb der Asia-Range. Hochgradig spannend. Das war das, was ich zuvor sagte mit dem 15-Minuten-Close. Also, wenn ihr, wer will schon sicher gehen, aber wenn ihr eine sichere Statistik haben wollt, eine höhere Wahrscheinlichkeit, dann besser noch den Close abwarten, denn wenn der einmal den Close unterhalb der Asia Session gemacht hat auf 15-Minuten-Basis, ist die Wahrscheinlichkeit dann hoch, dass das sich eben fortsetzt. Das ist zumindest mal das Resümee, was ich hier ziehen möchte. Und der Forex Bull ist ja auch wieder aktiv. Ich hoffe, ihr konntet soweit nachvollziehen, worauf ich hinaus will, auf was es mir ankommt, um euch sozusagen hier ja, am Markt entlang zu hangeln. Und wie gesagt, zur Kristallkugel, diese ist ganz einfach anzulegen, indem man hier Kristallkugel bearbeiten macht, dann jetzt, wie ich es nochmal versuche, den Test anlegt, sozusagen. Dann haben wir jetzt hier den Test angelegt und dann hier unter hinzufügen. Jetzt klappt es auch wie die Luzi hier am Ende des Tages, dann genauso wie beim Szenario, dann seine Währungspaare auswählt, die entsprechend hier reinschiebt und dann, wenn man das gemacht hat mit diesen Währungspaaren, dann noch den Zeithorizont sozusagen fixiert auf einen Tag oder 5 Tage. Das kann man, wie gesagt, individualisieren. Und dann habt ihr, wenn ihr das Ganze schließt, sozusagen hier oben eure Kristallkugel angelegt. Und dann würde die sozusagen hier, jetzt habe ich nur 3 Pattern mit diesem einen Tag prognostiziert, sozusagen hier dann entsprechend ausspucken. Also eine ganz feine Geschichte der Forex Bull hier in der Anwendung. Es ist aber auch ein Tool, was man kennenlernen muss, mit dem man auf Tuchfühlung gehen muss. Deswegen die 14 Tage kostenlos gern testen. Aber auch mal das Monatsabo für 30 € ist ein Pizzabesuch. Ich meine, das lohnt sich sicherlich, wenn man den Forex Bull anzuwenden weiß. Sollte man hier sich damit beschäftigen. Und es gibt gute wie schlechte Tage. Was wir brauchen, liebe Teilnehmer, und das zeigt sich auch sehr schön beim Goldpreis, ist eben Volatilität, Momentum. Das heißt, es bringt uns natürlich nichts, wenn der Markt keinen Drive entwickelt und so ein Stück weit umherdümpelt, ohne ein wirkliches Signal zu setzen. Deswegen, wir können nicht wissen, ob heute der Tag der Tage ist, wo der Goldpreis wirklich seine 35, $40 absolviert im Rahmen einer Range oder ob er genauso wie gestern hier sozusagen eine Vortagesrange an den Tag legt von, so hatten wir hier, er hat unter $30, ja, also knapp $28 hat er da sich bewegt vom Hoch zum Tief. Das ist im Blick auf die letzten 10 Tage eben dann doch 5, $6 weniger als sonst. Und wir müssen abwarten, ob die Volatilität heute stimmt. Aber was wir wissen, ist einfach, dass es statistisch
durchaus einen Vorteil gibt, den der Forex Bull identifiziert hat. Und das wäre natürlich super, super spannend. Und insofern hoffe ich, ich konnte euch an der Stelle jetzt erstmal abholen. Jetzt gucke ich nochmal direkt rein in die Frage. Oh, jetzt sind aber viele Fragen aufgetaucht. Pivotpoint sollte verstanden worden sein. Da kam es nämlich einmal einige Fragen. Vorlage hattest du schon mal gefragt, Klaus. Verschiedene Logiken analysieren lassen. Das weiß ich nicht, Günther, was du mit den Logiken meinst. Logiken hat der Forex Bull nur eine. Das heißt, der identifiziert die Kursmuster der Vortage und gibt hier eine Prognose für den laufenden oder für so einen generellen Zeithorizont raus. Aber mehr tut er nicht. Vortageshoch, Vorwochenhoch, lieber Alex, das ist etwas, was wir im Template selbst haben, beziehungsweise findest du aber auch bei unseren JFD-Add-ons. Da kannst du wirklich die jeweiligen Hochs, Tiefs auch auf Stundenbasis dir anzeigen lassen. So, Fazit: Asia Range von, ja, das ist eh spannend mit der Zeit. Wir leben aber hier mal, lieber Marco, hier in Europa in der goldenen Mitte zwischen den Amerikanern und eben den Asiaten. Und hier europäisch auf USA basierend am Nachmittag haben wir das höchste Handelsvolumen. Das heißt, wir sitzen hier eigentlich zur Anwendung des Forex Bulls am richtigen Ort. Also da muss ich sagen, ist die European Session, gerade wenn 9 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr, Big Ben, wenn die Engländer dann auch ihren Handel beginnen, wenn der Xetra DAX um 9 Uhr eröffnet, du hast dann einfach Liquidität im europäischen Raum, die du im asiatischen Sektor nicht hast. Das ist auf jeden Fall hier unter Währungsgesichtspunkten ganz wichtig. Und da hast du hier auf jeden Fall nochmal den Bonus, wenn du hier mit der europäischen Zeitzone agierst. So, Kursmuster welche? Und man selber von, nein, kannst du nicht, Günther. Also die Kursmuster, es macht ja die künstliche Intelligenz. Wie gesagt, jeden Abend werden aufs Neue die historischen Daten durchgescannt und es ist immer wieder eine Überraschung, ob er überhaupt Pattern findet. Und wenn er welche findet, die können übrigens auch 5 Tage oder 6 Tage Pattern. Es gibt auch die Erscheinung, dass du hier manchmal 2, 3 bullische Pattern aneinandergereiht hast. Ja, ihr seht ja jetzt hier für heute nur ein Pattern, aber es gab auch schon, ah, gibt viel mehr. Hier zum Beispiel auch 2 Pattern. Ja, das ist wieder da ein entsprechendes 3-Tage-Pattern. Hier wird der 4. Tag orakelt und jetzt beim 2. Pattern. Hey, dann war ein 4-Tages-Pattern und da wird der 5. Tag orakelt. Natürlich, das 2. Pattern etwas schwächer ist, aber du hast hier im Prinzip die Logik in der künstlichen Intelligenz selbst, um diese Pattern zu analysieren. Ja, und da hat er eben im Prinzip hier 344 mal eine 3-Tages-Pattern-Logik mit diesem 4. Tag entdeckt und hier hat er dann eben nur 15 Mal bisher, aber diese Logik anhand von 4 Tagen entdeckt und hier sozusagen den 5. Tag orakelt mit einer entsprechenden Tendenz. So, den EA selber, den wird es wahrscheinlich im nächsten Monat schon geben als Weihnachtsgeschenk. Vielleicht lassen wir uns da auch eine Aktion einfangen. Also Weihnachtsgeschenk insofern, dass es eben ein zusätzliches Feature ist. Und keine Sorge, der wird auf monatlicher Basis nutzbar sein, genau wie der Forex Bull selber. Man kann diesen EA sicherlich dann auch in einer Art Open Range Breakout Manier auch für andere Märkte einsetzen oder auch fürs Index Trading. Wie gesagt, die Entwicklung des Tools hat ja auch Zeit gekostet oder des EAs und auch die Umsetzung. Das überlegen wir uns hinten raus, wie wir das preislich gestalten, aber es wird auf jeden Fall erschwinglich sein, weil am Ende des Tages wollen wir ja, dass ihr mit eurem Geld erfolgreich handelt und mehr daraus macht und wollen euch da nicht sozusagen den Euro aus der Tasche ziehen, umsonst, dass es euch nichts bringt. Also es ist da an der Zeit, das Ganze natürlich dann jetzt aufzusetzen, auch mit den ganzen Lizenzgeschichten, denke ich oder hoffe ich, dass wir das im Dezember über die Bühne bringen. Spätestens im neuen Jahr dürfte das dann aber fertig sein, der EA wie auch das Template, und dann werden wir das auch entsprechend auf der Landingpage aktualisiert haben. So, Webinar, wie gesagt, Marco, schau da gerne auf die Landingpage. Da gibt es weiter unten auch noch eine Aufzeichnung. Ich glaube, die ist vom entweder Oktober oder August. Da haben wir auf jeden Fall eine Aufzeichnung hinterlegt, wo du auch schon mal schauen kannst. Und ansonsten, wenn die Aufzeichnung gut geklappt hat, dann werden wir auch die zur Verfügung stellen. Ansonsten der nächste Workshop ist meines Erachtens am 10.12. Da darfst du auch gerne nochmal dabei sein, mit Erfahrungen möglicherweise, mit Fragen, die du hast. Da darfst du auch gerne uns schreiben, unseren Support, wenn da jetzt noch Fragen über das Webinar hinaus bestehen. Der liebe Bernd und meine Wenigkeit nehmen uns da speziell an. Aber wenn du an support@jfdbank.de eine E-Mail schreibst mit der Bitte, ja, Frage zum Forex Bull, dann wird der Bernd oder ich mich bei dir melden. Und dann kann man da sozusagen dann auch nochmal direkt telefonisch beispielsweise auch die eine oder andere Thematik ansprechen. Das also in dem Sinne zum Forex Bull. Heute wirklich mal wieder ein kleines
sage ich mal, stell dich ein zu diesem Tool. Ich will hoffen, ich habe nicht zu viel durcheinander gewürfelt. Ich will hoffen, ihr habt es verstanden. Ganz kurz, Jürgen, noch die 24 in den Währungspaar bedeutet einfach, dass es der 24-Stunden-Handel, weil den Forex Bull gab es früher auch mal in einer Handelszeit von 8 bis 22 Uhr. Man hat die Asia-Session komplett ausgeblendet. Auch spannend an der Stelle, fand ich jetzt nicht so gut, deswegen habe ich den 24-Stunden-Handel im Rahmen der Kursdaten einspielen lassen, im Rahmen der Absprache mit dem Entwickler. Ja, da ging es eben darum, machen wir das oder das. Und ich denke schon, man sollte den kompletten realen Handelstag hier darstellen und nicht nur diese abgespeckte Variante von 8 bis 22. Obgleich das natürlich auch das Zeitfenster ist, wo wir unter europäischer Sicht ja die besten Möglichkeiten haben zu handeln. Ja, und da ist es durchaus, das muss ich mit dem Entwickler durchaus nochmal jetzt in einem weiteren Gedanken, den ich unlängst auch schon wieder aufgriff, mal thematisieren, ob man vielleicht die Variante 24-Stunden-Handel und eben 8 bis 22-Stunden-Handel analysiert, weil natürlich die Preisbewegung von 8 bis 22 Uhr das Entscheidende ist, was wir wissen wollen. Und da liefert der Forex Bull, und so kann man es tatsächlich, bezieht sich auf die Mustererkennung von vorhin vielleicht die Frage, den Forex Bull justieren. Das kann aber nur der Entwickler machen, wie er die statistischen Daten anhand der künstlichen Intelligenz auswerten lässt. Und hier würde man das Zeitfenster praktisch nur eingrenzen, um sozusagen das Nachtrauschen rauszufiltern. Muss jetzt nicht sein. Ich finde die 24-Stunden-Indikation prima. Wenn man es aber von 8 bis 22 Uhr sitzt, besetzen würde, hast du im Prinzip da auch die aktive Handelszeit, die auch wirklich nur für dich, für uns Europäer dann eigentlich vornehmlich in Erscheinung tritt. So, dann will ich mal sagen, an der Stelle haben wir sozusagen viel durchgekaut. Haben auch interessanterweise wirklich einen Long- und einen Short-Pattern bei Gold. Das finde ich wirklich sensationell. Haben auch hier so ein Double-Pattern mal gleich gefunden beim britischen Pfund Schweizer Franken. Gold tut aktuell schon das, was es tun soll, nämlich nach oben laufen. Da sind wir doch mal gespannt, wie der Tag endet. Ansonsten, wie gesagt, schreibt uns, liebe Leute, verfolgt uns, Schrägstrich mich, und mein ganzes Team, unser Research-Team auf YouTube. Wir haben ja hier unsere Präsenz, wenn ihr auch hier auf der Landingpage sozusagen hier das Devisenradar öffnet, könnt ihr ja hier unten auf YouTube klicken und dann kommt es hier sozusagen direkt auf den Kanal von JFD. Und dann könnt ihr natürlich hier mit uns direkt eben in die Interaktion treten und hier jeden Morgen, obala, Plugins will ich jetzt nicht weg haben, hier drauf. Und dann habt ihr hier sozusagen unsere YouTube-Startseite und da einfach folgen und hier entsprechend auch verfolgen, was wir hier für Videos schießen. Es gibt natürlich hier auch einzelne Ordner mit dem Devisenradar. Heute halt, wie gesagt, Gold und Silber mit diesen Pattern, die wir gerade besprochen haben, im Kontext, in der Beschau, aber natürlich auch immer wieder über den Tellerrand geblickt mit eben Währungspaaren der zweiten Reihe, Euro britisch Pfund, Euro out auch mal wieder, ja, oder Loonie hier, US-Dollar cut. Also hier könnt ihr euch auch gerne im Archiv ein bisschen umsehen und ansonsten natürlich hier auch, lieber Marco, meine ich, war es, hast du hier auch praktisch das zweite Webinar vom September war es in dem Fall, was wir hier hinterlegt haben. Weder August noch Oktober, es war der September. Fauxpas. Aber hier an der Stelle kannst du auf jeden Fall auch nochmal reinschauen. Da wird so ein Stück weit auch Ähnliches erklärt wie aktuell. Also, dann würde ich es an der Stelle erstmal belassen. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank. Wenn man eine längere Testphase will, also wie gesagt, 14 Tage ist eh umsonst. Wenn man 30 Tage testen will, könnte man auch mal so ein Monatsabo abschließen. Das ist selber eben auch auf Monatsbasis kündbar. Ich glaube jetzt keine Fehlspekulation, wenn man das tut. Aber da lässt sich natürlich auch immer wieder ein Weg finden, einfach mit uns da in den Kontakt treten. Ich denke, wer das Tool zu schätzen weiß, wird es auch über die 2 oder 4 Wochen hinaus testen wollen. Einfach weil da natürlich immer wieder marktbedingt die Frage im Raum steht, agiere ich jetzt, agiere ich nicht. Klarerweise Dezember ist nur der halbe Dezember interessant, aber man kann natürlich trotzdem dann über die Feiertage auch die Pattern des Forex Bulls mal analysieren, weil zum Beispiel die australischen Währungen hier gerade zum Ende des Dezembers extreme Bewegungen aufweisen, die auch der Forex Bull wieder identifizieren wird. Okay, meine lieben Teilnehmer, dann will ich es an der Stelle belassen. Ich sage erstmal vielen Dank abermals und wünsche euch einen erfolgreichen Handelstag. Und wenn ihr mögt, morgen vielleicht, hey, nochmal gerade der Aufruf für alle, die noch da sind. Es gibt ja morgen den Trading Room bei uns bei JFD und den findet ihr ganz simpel natürlich auf unserer Website oder ich stelle auch den Link direkt gleich nochmal rein. Da könnt ihr euch hier natürlich bei uns anmelden, Research und Webinare. Da bin ich morgen im Live-Trading Room. Da geht es auch nochmal direkt um den Forex-Markt, Schrägstrich vielleicht sogar dann auch wieder um ein oder das andere Pattern vom Forex Bull.
Trading Room, den Link stelle ich euch jetzt gleich nochmal rein. Hier könnt ihr euch auf der Webseite direkt anmelden. Da bin ich, wie gesagt, Protagonist gewesen, heute, gestern und auch morgen. Und ab und zu werde ich es auch in den kommenden Monaten wieder sein. Aber hauptsächlich ist da unser lieber Markus am Start, beziehungsweise hier in dem Fall dann nicht der Markus, sondern auch der Andreas. So, jetzt schicke ich euch den Trading Room Link mal rein. Da könnt ihr euch kostenfrei anmelden, müsst auch kein JFD-Kunde sein. So, lieber Jürgen, du bist noch kein Kunde bei JFD. Das freut mich aber, dass wir das ändern können. Es gibt bei uns eine Mindesteinlage von 500 €. Wir koppeln übrigens die Kontoeröffnung nicht an irgendwelche, also wenn du jetzt den Forex-Pool haben wolltest, dauerhaft nutzen wolltest, dann sagen wir nicht, du musst jetzt 5.000 € einzahlen oder du musst dies und das tun oder du musst 10 Trades im Monat machen. Nein, wir wollen dich einfach nur als Kunden gewinnen, dass du natürlich unsere Plattform zu schätzen weißt, unsere Transparenz. Und am Ende des Tages, so sind wir der Meinung, wirst du ohnehin dann bei uns landen, weil natürlich wir anders sind als viele andere Broker und im Prinzip ja jetzt auch als Wertpapierhandelsbank am Start. Und insofern solltest du auch gerade, wenn Aktienanlagen interessant für dich sind, mittelfristig, langfristig als Investment natürlich zu uns kommen, denn wir haben hier die großen 600 Blue Chips kostenfrei anwendbar und da sollte sich sicherlich hier kein Nachteil daraus entwickeln, dass du bei JFD dann landest, ein Konto eröffnest und eben eine Mindesteinzahlung haben wir 500 €, um das sozusagen in Aktion zu bringen. Aber man kann natürlich auch ein Demokonto testen, aber für den Forex Bull braucht man natürlich ein Live-Konto. Da bist du aber völlig frei in deiner Einzahlung und insofern oder auch Aktivität, wie gesagt, wende dich gern nochmal per E-Mail an unseren Support. Da wird sich auch der Bernd gern nochmal bei dir melden und dir da auch gern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Jetzt kommen gleich die nächste Frage rein. Optionen. Wir sind in der Überlegung, auch unser Multi-Asset-Universum auszubauen. Optionen liegen schon länger auf dem Tisch des Managements, das weiß ich, aber ist mit Blick auf die nächsten 6 Monate wahrscheinlich nicht umsetzbar oder sie werden nicht kommen. Aber die Gedanken gibt es schon, dass wir praktisch Optionen zum Handel anbieten. Langfristig durchaus wahrscheinlich, kurzfristig, mittelfristig eher weniger. Aber warten wir mal ab. 2021 wird noch einige positive Überraschungen bereithalten. Und insofern bleibt uns treu. Ich freue mich erstmal, dass ihr dabei wart. Würde jetzt so langsam zum Ende übergehen und euch natürlich in dem Kontext nochmal einen erfolgreichen Handelstag wünschen. Und ich hoffe oder hoffe, ich konnte vielmehr, kofte hier vielmehr euch einen Einblick, einen produktiven Einblick rund um die Anwendung mit dem Forex Bull geben. Also, auf bald. Ich sage beste Grüße und sage ciao.